Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Let's Play von World of Warships. Und heute ist ein ganz besonderes Schiff hier im Fokus, und zwar Tier 7 Hood. Ja, ein neues Premium-Schiff, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber eins wohl der legendärsten Schiffe in der Geschichte überhaupt. Ich glaube, dazu brauchen wir nicht viel zu erzählen, die ganzen Historiker oder Hobbyhistoriker da draußen werden sofort wissen, was das hier für ein ganz besonderes Schiff ist. Wir sehen hier, ist er Top-Tier 7er, 6er, 5er Gefecht. Also von dem her natürlich bestmöglich, was es so gibt. Er hat hier am Start noch die Reparatur und das defensive Flakfeuer. Und ansonsten gibt es HE- und AP-Granaten und 4 Türme mit jeweils 2 Kanonen, also 8 Granaten, die ihr zeitgleich rausbratzen könnt. So, jetzt schauen wir mal, wann er das erste Mal hier auf Gegner trifft. Und da hat er schon die Fuji. Die Fidschi natürlich. Fuji, Fidschi. Und da die ersten Granaten raus. Und wir gehen natürlich jetzt direkt in die Live-Action, schauen mal, was hier so möglich ist. Fuji. Dachte ich wohl an Fuji-Film. Keine Ahnung, was Fuji gerade in meinem Kopf gemacht hat. So, die Kamikaze. Er ist hier mit ein Viertelfahrt unterwegs. Erstmal geht er jetzt mal auf die Kamikaze drauf. Natürlich wird er hier in den Fokus geraten. 18,6 Kilometer die Reichweite. Also damit kommt er eigentlich so gut wie auf jeden Gegner drauf, den er so beschießen will. So, er hält sich hier noch ein bisschen zurück. Fahrt jetzt noch nicht direkt vorne rein, sondern will da so erstmal so ein bisschen ins Spiel reinkommen. Gerade da sind ja wirklich einige Gegner. Auch eine gegnerische Hood. Sieht man erstmal, wie groß die im Vergleich zu Kongo und New York ist. Also da hat man gerade schön gesehen, wie viel Breitseite es da eigentlich so gibt. Er spielt hier auf jeden Fall gerade ein bisschen defensiver. Kann man aber definitiv machen. Einfach mal so ein bisschen das Ganze laufen lassen, sage ich mal. Da hätte er natürlich die Nagato sehr schön, aber die ist einfach zu weit weg. 23,1 Kilometer kommt da nicht. Torpedos auf Backbord! Torpedos auf Backbord! So, vielleicht jetzt mit der nächsten Salve, dass da mal ein bisschen was reingeht. Oh, schön, da trifft einer und macht davor die Zitadelle. Sehr guter Treffer, der hat Spaß gemacht, und da ist die Emerald jetzt so gut wie zerstört schon. Also der war wichtig. Und jetzt hier die Fidschi natürlich. Wer würde da auch den Fidschi sagen? Vielleicht jetzt mal schön. 14 Kilometer war eine brauchbare Reichweite. Da ist die Akatsuki. Aber erstmal die Fidschi-Treffer mit 3700 natürlich noch kurz angeguckt. So, die Akatsuki. Man sieht, die Granaten, die fliegen schön schnell. Also da könnte man was treffen. Aber in dem Fall ging die leider noch mal ein wenig drüber. Jetzt positioniert er sich, um die da jetzt wirklich zu holen. Ihr seht selbst, Nachladezeit knapp über 30 Sekunden. Also da sollte man schon treffen. Und der war mit 5000 schon sehr schön. Nochmal so einen, und dann hätte er die Akatsuki schon weg.
Granaten fliegen auch perfekt. Aber in dem Fall leider nur ein 1000er. 6 Kilometer jetzt die Reichweite. So, und er muss hier natürlich ein bisschen wenden, aber das kam mit der Hood ganz gut. So, jetzt muss er echt aufpassen, dass hier nicht auf einmal die Aale auftauchen und ihn da dicke wegmachen. So, Akatsuki ist durch. Oh, die Emerald, die hat ja kaum mehr was. 33 Hitpoints und die tuckert hier noch über die Weltmeere. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich brauche dringend Hilfe. Torpedos auf Steuerbord. So, da hat er jetzt ein paar Torpedos, die in seine Richtung kommen, aber Torpedos auf Steuerbord. Alles halb so wild, denn die sind weit weg davon, dass sie gefährlich werden können. So, und jetzt hier auf die Fidschi drauf. Und wir sehen hier jetzt mal, was die an Fahrt auch noch aufnehmen kann. Jetzt mal mit vollem Karacho. Ist die nämlich gar nicht so langsam. Gute 33 Knoten schon fast anliegend. Also, da steckt schon Geschwindigkeit dahinter in der Hood. Wenn sie denn mag. Und da auch schöner Zitadellentreffer auf die Miyoko. Der war wichtig, endlich mal wieder ein bisschen Damage zu boosten. Und er bekommt hier auch ein bisschen was an. Aber bei den 67.700 Hitpoints ist das alles halb so wild. So, und jetzt vielleicht die Miyoko wegmachen und da geht er auf Nummer sicher und macht alle Salven auf die Miyoko noch drauf. Und die braucht er eigentlich auch nicht, denn eine Granate reicht schon für die Zitadelle und da heißt tschüss Miyoko. Jetzt brennt er. Von vorne, von der Seite, also jetzt hat er von überall da Gegner. Und ich denke mal, er wird aber wahrscheinlich erst auf die Perf gehen, denn die fährt für ihn am schicksten. Immer noch weiter am Brennen. Muss man jetzt aufpassen, dass er jetzt von der Seite jetzt keinen dicken Hit bekommt. So, die Perf dreht jetzt da eigentlich ganz gut rein. Könnte einen schönen Treffer geben, aber leider keine Zitadelle. So, jetzt könnte er aber langsam mal wirklich anfangen, da zu heilen. Brand ist auch so gut wie durch. Weil die Hitpoints, die könnte er sich gut holen. Und die Cooldown-Zeit, die muss er jetzt nicht unbedingt nehmen. Ah, oh, sehr schön. Perf fährt er aufs Land auf. Und jetzt kann er ihr Maß nehmen und schickt die Granaten auf die Reise. Und das reicht. Da macht er den Damage und auch wieder da die Zitadelle und macht seinen zweiten Kill die Runde. Jetzt wird auch da repariert oder geheilt, wie auch immer. Und als nächstes sollte die Nagato dann jetzt dran glauben. Auch die hat sich da leicht festgefahren. Dementsprechend schöne Position. Knapp 7 Sekunden brauchen die Granaten, bis sie ankommen. Schöner Treffer, 14.600. Und jetzt kommt da die zweite Salve von den Bug-Kanonen. Aber das hat keiner getroffen, sehr ärgerlich. Da habe ich eigentlich schon irgendwie gefühlt den Kill gesehen. Aber hat nicht sein sollen. Vielleicht klappt es ja jetzt schon nicht schlecht aus. Ja,
Und da kam die Granate schön von oben rein und macht die 7.500 Damage klar. Und damit ist er schon bei 90.000 Damage. So, ihr seht, die Fidschi, die ist da in 10 Kilometer recht nah. Allerdings ist die noch hinter der Insel. Jetzt taucht sie aber da gleich auf. So, und vielleicht dreht die jetzt rein. Er wartet hier noch ein bisschen ab. Und da reicht auch der schon und da die Zitadelle weggemacht. Und jetzt kann er sich da der Kneiser widmen. Denn die ist da jetzt ziemlich alleine. Der Gegner selbst hat noch 3 Schiffe, sein Team 4 Schiffe, also von dem her ist das alles noch offen. So, und jetzt wird die Kneisenau da mal richtig bedient. Ihr seht, nicht nur er ist da jetzt drauf, sondern daneben haben wir auch eine Kongo und eine New York. Und hier drüben eine Akatsuki und eine Miyoko. Also die Kneisenau, die hat jetzt gleich ein sehr, sehr schweres Leben. So, die Gneisenau, da bleibt jetzt eigentlich nichts anderes über, als so spät als möglich die Breitseite zu zeigen und so lang als möglich auf den Gegner drauf zu fahren, so wie er es jetzt gerade macht. Weil sobald er die Breitseite zeigt, da weiß er jetzt schon selbst, dann wird es richtig, richtig teuer für ihn in Form der Hitpoints. Und hier deswegen noch ist der Winkel ganz schön mau. Vielleicht hätte man davor einfach mal HE nehmen können. Aber gleich wird auf jeden Fall der Winkel auch besser und dann soll es mal richtig Spaß geben. So. Seine Sekundären sind jetzt schon am Feuern. Kneisenau dreht jetzt auch nicht wirklich gut für ihn. 2000 Damage. Er brennt mal wieder. Auch da wird erstmal nichts gemacht, sondern wird gewartet. So, die Kneisenau nimmt jetzt hier die Torpedos für die Kongo und da hat er jetzt gleich perfekt den Winkel. Aber auch da, sie dreht jetzt wieder rein. Natürlich auch, um ihre Torpedos zu nutzen, weil hat ja auch noch Backbord, nee, Steuerbord-Torpedos sind das. Backbord hat er ja geschossen, Steuerbord sind noch am Start. Aber da dreht er nicht konsequent genug. Dementsprechend kann er die Granaten bzw. die Torpedos nicht ins Ziel bringen. Jetzt geht es hier in den Infight, bloß nicht jetzt rammen lassen. Das würde zu viel Hitpoints kosten, passiert aber nicht. Türme können aber nicht mitdrehen. Und ich glaube, die Gneisenau wird erstmal die Kongo wegrammen. So schaut es zumindest aus. Und genau so ist es auch. Das Feuer wird hier auf jeden Fall gerade gegengeheilt. Noch 10 Sekunden ist es am Laufen. So, die letzten Schiffe. Ein 2 versus 2. Und hier hat jetzt der Gegner natürlich ganz gut, denn die Hut ist noch voll, das zum Ersten. Und zum Anderen haben sie auch noch einen Zerstörer, der natürlich da taktisch gut Sicht bieten kann und gut mitwirken kann. Aber 16.188, das reduziert schon mal die Hitpoints beträchtlich von der gegnerischen Hut. Hop,
Reaktorturm kritisch beschädigt. Oh, nochmal ein schöner Treffer. 12.400 Damage. Also da knabbert der gegnerischen Hut jetzt mal einiges weg. So, jetzt dreht die Hutter ein bisschen rein. Ja, allerdings auch. Und das Gute ist ja, dass hier er und die New York dementsprechend versetzt sind. Das heißt, die Hood kann sich jetzt hier auf nicht wirklich einen konzentrieren von ihrer Fahrtweise, weil sonst irgendeiner schon mal trifft. Und jetzt, sehr schön, jetzt hat er die gesamte Breitseite. Muss aber aufpassen, dass er selbst jetzt nicht da aufs Korn genommen wird. Deswegen spart er sich jetzt die hinteren Granaten auf. Leider hat er jetzt nicht so gut getroffen, wie er hätte treffen wollen. So, die Sekundären sind am Ballern. Jetzt kommt hier ein epischer Abschluss fast schon. Aber ein bisschen zu hoch, deswegen nur 3000 Damage. So, und der Zerstörer ist da jetzt auch schon aufgegangen. Und jetzt mit seinen Heckrohren vielleicht mal richtig Schaden machen. Komm, Junge, zeig, was du kannst. Schön gezielt, schaut gut aus. Und 7000 Schaden. Aber verlinkt kriegt er da 12.000 Damage rein. Und wir sehen mal da drüben die Kamikaze gegen die New York. Auch das ist jetzt hier Match entscheidend. Die Torpedos sind im Wasser. Die New York wird versenkt. Hat er keine Chance gegen die Kamikaze. Jetzt ist er allein gegen die Kamikaze und die Hood. Er hat auch deutlich weniger Hitpoints. Hood knapp jetzt 10.000 mehr. Da auch nur 4.000 Damage. Er könnte sich heilen. Macht's jetzt auch. Auch der gegnerische Hood ist da am Heilen. So, Junge, jetzt komm. Eine gute Salve und weg damit. Die könnten gut kommen, die schauen nicht schlecht aus. Oh, sehr schön hier, wichtiger Treffer. Eine Zitadelle, knapp 20.000 Damage. Und hier jetzt nochmal die Granaten auf dem Weg. Mal schauen, was die so anrichten können. Aber die waren leider wieder schwächer mit nur 1140 Damage. Sobald er aber die Hut versenkt, führt er und sein Team wieder. Und dann heißt es einfach nur noch durchhalten, 1 Minute 28. Aber er muss die halt erst noch versenken. Schöner Treffer, 5400 Schaden. Jetzt hat sie nur noch 7,4 und jetzt ist plötzlich hier das Heft in seiner Hand. Denn er ist hier jetzt deutlich führend mit den Hitpoints. Ah, oh, schöner Treffer. Holt sich jetzt hier die Krake und hat dabei 193.461 Damage und schon liegt sein Team vorne. Jetzt muss er nur noch weg vor der Kamikaze und das schaut gut aus. Die Kamikaze wird es nicht mehr schaffen, hier irgendwo noch zu klären, denn dafür reichen die Torpedos nicht aus und zum Ballern kommt es nicht, wie man sieht. Da hat die Kamikaze einen Fehler gemacht, hätte viel früher dem Teammate helfen müssen. Damit habt ihr jetzt mal ein Replay von der Hood gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.